Startfrei für die Sonnenmission der NASA. Mit einem Tag Verspätung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy Rocket. Um 3.30 Uhr Ortszeit hob die Delta IV Schwerlastrakete am Sonntag vom Kennedy Space Center in Florida ab. Der ursprünglich für Samstag geplante Start war wegen technischer Probleme verschoben worden. An Bord der Rakete die Sonde Parker Solar Probe, mit der die NASA die äußere Atmosphärenschicht der Sonne, die sogenannte Corona, erforschen will. 25 seconds into flight. Temperatures continue to look good on all three boosters. Das unbemannte Raumfahrzeug von der Größe eines Kleinwagens soll sich unserem Zentralgestirn bis auf rund 6 Millionen Kilometer nähern. Die bisher größte Annäherung auf 43 Millionen Kilometer war 1976 der Sonde Helios 2 gelungen. Die Erde ist im Schnitt 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Auf ihrer rund 7 Jahre langen Reise wird die Sonde ihren Sonnenorbit über sogenannte Swing-by-Manöver immer weiter verkleinern. Dabei hilft ihr das Gravitationsfeld der Venus. Die Parker Solar Probe ist nach Eugene Parker benannt. Der US-Astrophysiker beschäftigt sich vor allem mit der Erforschung des Sonnenwinds, der in der Corona entsteht. Dieser Strom von elektromagnetisch geladenen Teilchen kann auf der Erde unter anderem Satellitenübertragungen stören und Polarlichter zum Glühen bringen. Zudem soll die Sonde weitere Erkenntnisse bringen, warum es in der Corona so heiß ist. Dort herrschen Temperaturen von rund 2 Millionen Grad Celsius, während es auf der Sonnenoberfläche nur 6.000 sind. Auf ihrer Reise muss die Sonde starke Strahlung und Temperaturen von weit über 1.000 Grad Celsius aushalten. Ihr starkes Hitzeschild sorgt aber dafür, dass die Instrumente im Innern bei Zimmertemperatur arbeiten können.